Willkommen zurück bei The Academy, The First Riddle. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung mehr, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Haben wir an dem Tag hier, also wir waren auf jeden Fall noch nicht im Unterricht und so weiter. Die Frage ist, hatten wir die Zeitung von heute gemacht? Die Antwort ist ja. Na, immerhin. Ich muss mal den Sound ein bisschen lauter machen, ich höre nichts. Wer bist du und warum stehst du da oben? Kann ich von dir ein Foto machen? Bist du für meine Collection wichtig? Eine Statue von Lady Holloway. So einen blöden Nerv oder sowas eingeklemmt und kann seitdem den Kopf nicht mehr drehen. Ist nur so steif. Das hatte ich tatsächlich vor Ewigkeiten auch mal. Das ist nicht schön. Das ist richtig nicht schön. Haben wir irgendwas Sidequest-mäßiges? Irgendwo hatte ich hier doch gerade so ein graues Fragezeichen gesehen. Da irgendwo. Wait, kommen wir da nicht her? Was habe ich hier übersehen? Achso. Die mit ihren Dance-Moves immer, ne? Das macht mich so fertig. Boah, sag mal, warum müssen wir... Ja, Hauptsache, wir laufen aus der Main Hall hoch in den Westflügel, um dann oben ins Atrium zu gehen, um dann die Treppe runterzulaufen, weil wir nach unten ins Atrium gehen müssen, wo wir auch einfach... Also, da hätten wir halt auch einfach die Tür nehmen können. Ach, die Fotoclass, ja, ich erinnere mich. Hey Sam, sieh mal, mir geht's schon besser. Willst du an meinem Unterricht teilnehmen? Geht so, ich... Kann ich einfach hinten dabei sitzen und irgendwie backseaten? Wäre das okay? Und einen Kaffee trinken? Da drüben steht ein leeres Stativ. Setz dich. Wir haben keine Stühle. B, ist das Stativ nicht leer, da ist eine Kamera drauf. Aber okay, hallo Tucker. Entschuldigt die Verspätung, ich war heute Morgen ein Wrack, ja. Willkommen im Club. Ihr alle könnt Sam danken, dass er mich gerettet hat. Verschwenden wir also keine Zeit mehr, ein bisschen Theorie vor der Praxis. Wie nennt man die Öffnung in der Linse? Das ist die Blende. Richtig, Licht gelangt durch die Linse in die Kamera. Wann können wir Fotos machen? Zuerst müssen wir ein paar Grundlagen kennen. Wann wurde das erste Farbfoto aufgenommen? 1863, richtig. Das erste Farbfoto der Akademie wurde 1863 aufgenommen. Beeindruckend. Hey Tag, das ist ja ganz nett und so weiter, aber wann können wir endlich ein paar Fotos machen? Ein echter Fotograf muss geduldig sein und oft stundenlang auf die perfekte Aufnahme warten, bei meinem Gesicht sogar jahrelang. Aber sehr gut, ihr seid bereit. Los, macht ein paar Fotos. Danach wählt ihr das Beste aus und dann werde ich es entwickeln. Danach werden wir eine kleine Ausstellung in der Eingangshalle machen. Wenn ihr bereit seid, nehmt eure Kamera und fangt an zu fotografieren. Viel Glück. Cool, ich habe nichts gelernt, wie man vernünftig ein Foto macht. Aber okay. Interessante Motivwahl, Sam. Viel Glück. Okay. Ich habe diese Fotos mit verschiedenen Kameras aufgenommen. Können deine scharfen Augen sehen, welches mit dieser Kamera aufgenommen wurde? Ja, weil hier ist Schmuck auf der Linse und hier ist das gleiche auf dem Bild. So, Bonusfrage. Give it to me. Alle diese Fotos wurden am selben Tag aufgenommen. Kannst du herausfinden, welches von ihnen zuerst aufgenommen wurde? Ja, kann ich. Und zwar anhand des Schattenwurfs. Jetzt muss ich kurz überlegen. Ich weiß aber nicht, wo welche Himmelsrichtung ist. Das ist so das
Ah doch, weiß ich. Wenn da Osten ist, dann ist das auf jeden Fall abends aufgenommen. Genauso das. Das wurde als erstes aufgenommen, da stand die Sonne im Osten. Oder das ist doch die Begründung, sobald man das Schild bemerkt, das einem sagt, wo Osten ist, kann man anhand der Schatten herausfinden, wie früh es war. Zumindest ungefähr, ja. Alright. Und das alles noch ohne Kaffee. Lass mich die mal sehen. Wunderbar, ich wusste nicht, dass du so ein Künstler bist, Sam. Danke für deine Teilnahme, Sam. Ich werde diese Fotos entwickeln und wir werden später eine Ausstellung veranstalten. Okay. Das war bislang ganz okay. Haben wir heute schon wieder 3 Unterrichtssessions? Och. Oh, haben wir schon wieder Sport? Na, meinetwegen. Ah ne, wir haben Nature heute. Na dann. Ja, will ich. Nein, ich will nicht das Lehrbuch lesen. So, wir züchten heute Alraunen, habe ich gehört. Was für ein wunderbarer Tag, um sich der Natur und ihrer ganzen Pracht zu widmen. Seid ihr so aufgeregt wie ich, Sprösslinge? Ich bezweifle es ernsthaft. Da bin ich ausnahmsweise mal auf Cornelius' Seite. Auch wenn Cornelius... Boah, Alter, dem gehört mal so links und rechts eine gewatscht, ne? Heute werden wir die einzigartigen Aspekte der jahreszeitlichen Veränderungen in Arbor behandeln. Also stürzen wir uns rein. Wie viele Jahreszeiten hat Arbor? Nicht korrekt. Technisch gesehen gibt es in Arbor keinen Winter, zumindest keine harten. Also gibt es jetzt keinen Winter oder nur keinen harten Winter? Wie kommt das? Leider haben die Wissenschaftler immer noch keine empirisch belegte Erklärung dafür gefunden. Manche sagen, es sei eine Anomalie des Erdmagnetfeldes, Arbor sei genau im richtigen Ort. Andere sagen, dass die Winter in Arbor vor langer Zeit tatsächlich viel härter waren, aber... Aber? Baron Holloway beeinflusste in gewisser Weise den Magnetismus um Arbor und veränderte damit das Klima. Wie hat er das gemacht? Die Frage ist, warum hat er das gemacht? Oh, ihr wisst ja, wie Legenden sind. Sie wachsen mit jedem neuen Tag. Ich bin sicher, dass es da draußen eine völlig vernünftige Erklärung gibt, die nur darauf wartet, entdeckt zu werden. Eine neue Frage. Sie wird euch der Suche einen Schritt näher bringen. Zu welcher Jahreszeit erscheint Aurora Borealis am Nachthimmel? Nicht im Sommer. Okay. Die Sommer in Arbor sind völlig normal. Das Spektakel der tanzenden Lichter ist eine Augenweide, die für einige großartige Fotos sorgt. Vergesst nur nicht lange aufzubleiben und den Nachthimmel zu bewundern. Notiz an mich selbst, lange aufbleiben, den Himmel bauen. Ja, okay. Wie wäre es mit einer Aufgabe, damit ihr bei all dem Grün nicht einrostet? Ich finde es immer noch fantastisch, dass wir die Bücher einfach überhaupt nicht lesen müssen und es einfach null Relevanz hat, ob wir die Fragen falsch beantworten oder nicht. Oh Gott. Die Polarlichtbeobachtung ist ein sehr kniffliges Unterfangen. Sie müssen sicherstellen, dass die Bedingungen stimmen. Wenn es bewölkt ist, werden die Polarlichter vollständig verdeckt. Außerdem ist es am besten, wenn der Himmel so dunkel wie möglich ist, ist ein Neumond ideal. Schließlich sollte die gemessene Stärke der Polarlichter mindestens 2 betragen, aber höher ist natürlich noch besser. Ich habe hier die gestrige Polarlichtprognose, also sag es mir, an welchem dieser Daten sollten wir Polarlichter beobachten? Fett. Courtly Lover, vielen, vielen Dank für den Sub. 9 Monate, Mann, das sind fast 4 Jahre. Dankeschön, vielen, vielen Dank. Ich liege übrigens kameratechnisch bei einem Rätsel über nichts drüber. In der letzten Zeile steht nichts. Fett. Oh Gott, das kann ich im Leben nicht aussprechen. Kirisut Gomen ist garantiert falsch ausgesprochen. Ebenfalls vielen, vielen Dank für den Sub.
Danke, schön. Auch ein Sub halb für dich. Also, wenn der Himmel klar sein sollte und möglichst dunkel und eine möglichst hohe Lichtstärke, dann ist das doch pretty obvious das Erste, oder? Da haben wir die höchste Lichtstärke. An dem Moment, ist das Schwarze jetzt der Teil des Mondes, der zu sehen ist, oder der verdeckt ist? Aber ansonsten hätte ich gesagt, wir haben hier fast keinen Mond. Der Himmel ist klar und wir haben eine hohe Lichtstärke. Also, die Bewölkten fallen, denke ich, raus. Also es könnte auch der Montag sein, weil es halt hier möglichst dunkel ist. Ich weiß halt nicht, wie die den Mond darstellen. Ich sag jetzt einfach, ich meine, letztendlich ist es auch egal. Also, sie können halt hell auch schlecht auf hellem Papier darstellen. Aber wahrscheinlich ist es falsch. Ja, natürlich. Okay, dann ist es Montag der zweite. Auch nicht. Okay. Es sollte am Himmel so dunkel wie möglich sein. Polarlicht mindestens Stärke 2. Gut, also wir können die beiden ausschließen, weil das ist nur Stärke 1. Hier ist bewölkt, das war auch falsch, dann kann es nur der 30.11. sein. Warum ist mir allerdings vollkommen unklar. Also ist es dann wichtiger, dass, also ist es dann egal, dass es hier heller ist? Der Mond ist nicht gleich. Der Mond ist halt schon stärker. Okay, es macht halt einfach keinen Sinn. Der 28. November bietet bessere Bedingungen, aber das war gestern. Vor allem, du hast ja überhaupt keine Gewichtung, was wichtiger ist. Also die Lichtstärke, also die Stärke der Aurora Borealis, oder ist es jetzt wichtiger, dass die Mondphase irgendwie... Es ist halt so... What? Keine Ahnung. Stimmt, 28. Du hast vollkommen recht, 28.11. ist original das, was wir gesagt haben. Und das war falsch. Nun. Es scheint, dass derjenige, der diese schönen Polarlicht... Ach so, der wurde einfach ausgeschlossen. Der wurde ausgeschlossen, weil das gestern... Was weiß ich, welches Datum da im Spiel ist. Ich meine, heute ist der... Was ist heute? 26. März oder so? Februar? März. März vielleicht, wenn das Video rauskommt, aber... es scheint, dass derjenige, der dieses schöne Polarlichtfotos gemacht hat, vergessen hat, eines davon zu beschriften. Vielleicht kannst du das Kennzeichnungssystem des Fotografen herausfinden. Wie würdest du das leere Foto beschriften? Kackboon. okay. Also ich würde sagen, 10 und 11 am Anfang ist jeweils der Monat. Wenn es der Reihenfolge nachgeht, müsste es eigentlich auch ein Zehner sein. Aber wobei, es könnte halt auch 11.00 sein. Dann müssten wir erstmal rausfinden, wofür der Rest steht. Die Sache ist, wir haben mal gar keine Anhaltspunkte, oder?
Also 59 kann auf jeden Fall nicht der Tag im Monat sein. 9 kann, keine Ahnung, kann irgendwas davon die Lichtstärke sein? Na, macht auch keinen Sinn. Dass ich das Kennzeichnungssystem des Fotograf... Oh wait, das sind einfach Uhrzeiten, oder? Es sind einfach Uhrzeiten. Gott, ich bin so ein Stumpen. Es ist 10.59 Uhr, 11.01 Uhr. Wird Zeit für einen Kaffee. Richtig, ihr seid doch gar nicht mehr so grün. Das war's für heute, Klasse. Oh, und eine letzte Sache noch. Auch wenn es hier keine harten Winter gibt, kommt morgen noch etwas auf uns zu. Das Winterfestival. Oh, Papa hat mir alles darüber erzählt. Es soll ein Riesenspaß sein. Recht habt ihr, Sprösslinge. Also, setzt eure Partyhüte auf und wir sehen uns dort. Ja, nee. Hey Nate, wie geht's deinem Kopf? Alles in Ordnung, danke der Nachfrage. Wie wär's, wenn ich ihn aufbreche? Warte, was? Oh, Nate, sieht so aus, als wärst du sein heutiges Ziel. Die einzige Möglichkeit ist zu fliehen und sich zu verstecken. Versuch es auf der jungen Toilette im Ostflur. Wie wär's, wenn ihr euch zu dritt einfach zusammentut und Korn volles Fund aufs Maul haut? Oder Cornelius einfach in der jungen Toilette einsperrt und den Schlüssel wegspült? Oh, trefft mich dort, Jungs. Sieht aus, als bräuchte ich Hilfe. Ja, Alter, die sind auch so scheiße. Boah, regt mich auf. Oder ihn allgemein die Treppe runterschubsen. Ja, auch das wäre eine Möglichkeit. Oder die Academy könnte halt auch einfach mal nicht nur eine Intelligenz. Wobei, nein, Cornelius ist halt auch einfach dumm wie 5 Meter Feldweg. Wenn er einfach nur faul wäre, okay, aber er ist auch einfach dumm. Gott, mehr Sidequests. Habe ich Lust, das Buch zu suchen? Hatten wir das Buch von heute schon gefunden? Aber uns fehlen sowieso 2, oder? Also eigentlich auch egal. Kann ich da runter gucken? Passt schon. Okay. Na, wenn wir schon mal hier sind, machen wir erstmal den Symbols-Unterricht. Symbolik. Das Wort, was sie suchen, ist Symbolik. Willst du wirklich im Unterricht teilnehmen? Ja, bitte. Gott, voll der Hörsaal. Hallo, Klasse. Ich hoffe, dass alle für den heutigen Vortrag bereit sind. Maja, viel Glück dabei, sie später zu fragen. Sie ist bereits in meinem Kopf. Was? Dom... Möchtest du uns deine Gedanken mitteilen? Kluger Junge. Jetzt zum Aufwärmen. Wie viele Symbole hatte die zu Baron Holloways Zeiten verwendete Schriftsprache? Okay. Falsch. Was könnte man mit so wenig überhaupt ausdrücken? Na, für dich würde es wohl reichen. Ach Gott. Ganz ehrlich, die geht mir halt hart auf den Sack. Ist mir total egal, was sie mich fragt. Die ist halt genauso scheiße. So, ich wette, sie ist halt auch locker die Mutter von Cornelius. Locker.